Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Da kommt man gerade nach Hause und trifft den DHL-Boten und der bringt mir das neue 60-Euro Amazon-Tablet vorbei. Das war mal ein super Timing und wir gucken direkt rein. So, das Besondere an diesem Teil habe ich euch natürlich direkt gesagt. Es ist der Preis und nichts anderes. Nicht die Hardware-Fakten, die hier und da vielleicht auch abschreckend wirken mögen. Aber für 60 Euro legt Amazon die Latte für Tablets doch jetzt ziemlich niedrig an. Und naja, es ist natürlich ein Gerät, worauf spekuliert wird, dass die Leute es für 60 Euro einfach mal kaufen oder einfach mal mitnehmen oder einfach mal ausprobieren. Und auch sehr schön ist, ich habe ja gedacht, das gibt es nur bei den Amis, die wären so verrückt. Nein, es gibt auch in Deutschland die Sixpack-Aktion. 6 von diesen Teilen bekommen, beziehungsweise 6 davon kaufen, aber nur 5 bezahlen. Also das ist dann, ich weiß nicht, ob die sich das als Renner auf der nächsten Weihnachtsfeier vorstellen oder sowas. Nun ja. Die Verpackung unterscheidet sich aber definitiv von anderen Fire-Geräten. Wir haben jetzt nicht mehr diese typische schwarze Amazon-Box, sondern halt hier wirklich dieses Beutelchen, möchte man fast sagen. Aber nein, es ist wirklich eine Papiertüte bzw. ein Pappkarton. Und auf der Rückseite, da gibt es jetzt schon die Information. 7 Zoll Display. WLAN, 8 GB Speicherplatz, Quad-Core, ich glaube 1,3, Frontkamera, ich glaube aber nur 2 Megapixel, die 720p aufnimmt. Auf der Rückseite, Entschuldigung, auf der Frontkamera muss wahrscheinlich eine richtig grausame Kamera verbaut sein. Und jeder schreit jetzt sowieso schon 8 GB Speicher, was will man damit? Aber ich glaube jetzt zum ersten Mal bei den Amazon-Tablets, wir haben einen Micro-SD-Karten-Slot bis 128 GB. Bedeutet in der Regel, man braucht eigentlich keine größere Version, vor allem hier von gibt es gar keine andere Version. Ihr habt nämlich nur 2 Möglichkeiten. 60 Euro mit Werbung, also dann immer, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, beziehungsweise zum Entsperren der Lockscreen, wird wahrscheinlich Werbung einblenden. Das werden wir aber die Tage noch rausfinden. Oder halt 15 Euro zusätzlich zahlen, also 75 Euro und dann gibt es das Ding werbefrei. Dafür muss man sich aber nicht direkt beim Kauf entscheiden. Das kann man auch noch später für Kohle oder gegen Kohle freischalten lassen. Und dann ein Tablet, das Sinn macht. Naja, das Sinn macht. Da kräuseln sich bei mir schon wieder die Nackenhaare. Das Sinn machen gibt es im Deutschen nicht. Das ist ein Tablet, das Sinn ergibt. Das wäre, egal, ich klugscheißere hier rum, aber das wollen wir gar nicht, sondern 7 Zoll Quad-Core-Prozessor, steht alles oben drauf. 7 Zoll, 5. Generation, das Zubehör steht einfach mal drauf, aber ansonsten gibt es nicht wirkliche Informationen zu dem Teil. Und, naja, es rappelt im Karton. So, wir ziehen es einmal auf und jetzt bin ich natürlich äußerst gespannt. So, und jetzt, wie kriege ich das Teil jetzt hier raus? Da ist eine Lasche und ich ziehe einfach nach oben weg. Und dann, wenn ich das jetzt nach oben wegfallen ziehen würde, dann wird mir das Tablet auf den Tisch knallen. Also dann doch besser horizontal rausziehen. So, leer ist die Verpackung. Und wir haben hier das zu. Oh, das ist aber mal eine schöne andere Sache. Das, ganz ehrlich, Verpackung muss nicht aufwendig sein. Der Karton drumherum war doch dick genug. Also das sollte reichen. Und ich denke mal, das hier ist auch wieder was dann in den Elektronikmärkten einfach ausgehangen wird, wo sich dann jeder eins nehmen kann. So, wir haben als Zubehör. Ich wollte sie gerade loben, dass sie alles farblich zusammen gemacht haben. Schwarzes Gerät, schwarzer Stecker und dann Bäm. Also, warum Amazon, warum? Gut, jetzt könnte man argumentieren, das ist sowieso der Teil, der in der Steckdose ist. Den sieht man nicht. Wahrscheinlich haben sie sich da 0,3 Cent schwarze Farbe gespart oder so. Naja, egal. Wir haben unseren ganz normalen USB-Stecker mit einer Output-Leistung von 5 Volt 1 Ampere. So, was gibt es sonst noch? Wir haben ein Kabel, USB auf Micro-USB. Wer jetzt für einen Preis von 60 Euro den neuen USB-C direkt erwartet, nein, 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 nein. Und auch die Kabellänge, da wurde jetzt kräftig dran gespart. Das sind vielleicht mal so, naja, einen halben Meter, wenn man es wohlwollend ausdrückt. Und dann haben wir hier noch 2 Anleitungen, beziehungsweise einmal hier unseren Warranty-Guide. Ja, genau. Und einmal die Anleitung. Und zwar wird uns das Tablet erklärt. Kamera 1, Kamera 2, SD-Kartenslot, Kopfhörereingang, Lautsprecher, Mikrofon, USB, Micro-USB-Port und An- und Ausschalter. Sehr gut. Und im nächsten Schritt einschalten, zum Anlocken, zum Entsperren hochwischen
und dann USB-Kabel mit dem Netzteil verbinden und das Gerät erstmal laden. Und das wär's. Zusätzlich gibt's bei Amazon auf der Homepage. Naja, damit ist das Ding jetzt leer. Und jetzt gucken wir uns das Teil doch erstmal an. Und, ganz ehrlich, ich hab's hier vorne schon hingelegt, weil das ist ja auch so eine Sache, die mich sehr interessiert. Ich habe hier noch mein Nexus 7 der zweiten Generation. Auch ein 7-Zoll-Gerät, das größer daherkommt. Ganz ehrlich, und vom Gewicht sind die sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage in den nächsten Tagen und Wochen. Was kriege ich für 60 Euro? Nimmt man das einfach mal mit? Reicht das um, was weiß ich, kann ich darauf? Wir sind hier in Amazon-Kosmos. Was will Amazon? Amazon möchte uns am liebsten irgendwelche Apps verticken, irgendwelche Spiele drauf vielleicht zocken, wobei, naja, mal gucken. Dann will Amazon uns Bücher verticken. Das ist natürlich auch die Frage, kann man auf diesem Teil vernünftig lesen oder empfiehlt sich da besser ein Kindle? Amazon hat noch Amazon Prime Instant Video im Angebot, also Filme drauf gucken. Und da ist ja auch hier wieder unser Zollfaktor. Ich glaube 16 zu 10 ist das Format und nicht 16 zu 9. Macht Filme drauf gucken Spaß oder schreckt das eher ab? Wie sieht das mit Musik aus? Denn das Ding hat ja nur einen Monolautsprecher. Da kann ich jetzt nur sagen, weil alle anderen Fire-Produkte haben immer, also Tablets zumindest, haben immer Stereo-Sound. Und so, jetzt erster Eindruck. Also von der Vorderseite würde ich sagen, sieht aus oder wirkt wie jedes andere Fire-Produkt bisher auch. Spiegelt vielleicht ein bisschen stark, also sieht man doch ziemlich deutlich die Reflexion. Da ist natürlich gleich die Frage, wie hell ist das Display. Aber von der Rückseite, es geht in Ordnung. Natürlich. Also Amazon positioniert sich ganz klar gegenüber jetzt diesen 50, 60, 70, 80, 90 in Anführungszeichen billigen China-Tablets, die von Herstellern, wo man noch nie gehört hat, und auch Amazon lässt die wahrscheinlich irgendwo von einem, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Foxconn dahinter steckt, aber klar, Amazon lässt die auch nur im Hunderttausender-Pack fertigen. Aber da hat man wenigstens den Namen Amazon draufstehen und man ist natürlich fest im Amazon-Kosmos gebunden. Da ist die Frage, wie weit wirklich das eine Konkurrenz ist, ich sag mal, zu so diesen billigen China-Tablets mit Android irgendwas drauf bis 100 Euro. Da bin ich sehr gespannt. Und natürlich auch auf die Display-Auflösung. Denn, jetzt haltet euch mal fest, wir haben hier 1024, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Zahl noch jemals sagen werde, 1024 mal 600 Pixel. Das klingt jetzt wirklich bei 7 Zoll nicht viel und das ist es eigentlich auch nicht. Aber wir kommen hier auf eine Pixeldichte von 171. So, und Amazon hat ja zusätzlich noch ein 8 Zoll und ein 10 Zoll Tablet vorgestellt. Die kosten aber bedeutend mehr, 160 Euro und 200 Euro. Und die haben, Pi mal Daumen, bewegen die sich auch in diesem Pixel-Dichtigkeitsrahmen, also bei dieser Zahl. Deswegen könnte das hier durchaus noch in Ordnung gehen. Aber das war jetzt erstmal das Unboxing. Aber beziehungsweise wirklich, ich bin ja noch gar nicht ums Gerät rumgegangen. Verdammt, ich verquatsch mich hier. Tut mir leid. Es ist erster Eindruck. Vorderseite, yo. Rückseite fühlt sich ein bisschen billig, also doch, fühlt sich billig an, aber für 60 Euro, sage ich, passt. Das, was auffällt, es ist doch ein bisschen schwer, 311 Gramm, irgend sowas, und es wirkt ein bisschen dick. So, kann natürlich auch den Vorteil haben, dass da jetzt ein dicker Akku ist und das Ding super lange hält. Amazon selber spricht hier von 7 Stunden, Entschuldigung. Und wir gehen mal ums Gerät rum. Linke Seite haben wir hier die Klappe für unsere MicroSD-Karte. Unterstützt werden bis 128 GB. Dann oben An- und Ausschalter. Oben unseren Micro-USB-Port zum Laden. Sehr seltsam. Mikrofon, Lautstärke, Wippe auch oben und Kopfhörereingang. Also alles oben. Linke Seite nichts. Unten dementsprechend auch nichts, weil ja alles oben verbaut ist. Und auf der Rückseite haben wir dann unseren Lautsprecher. Da bin ich mal gespannt, wird man den zuhalten. Guck mal hier, Vorderseite. Also wir haben hier keine, bin ich gleich mal gespannt, wo die Tasten auftauchen werden. Ob wir hier Tasten unter, also diese kapazitiven Sensortasten unterhalb des Displays haben oder ob wir sie im Display haben. Aber ich könnte es auch einfach abkürzen und hier aufs das Ding gucken. Und das würde ich jetzt sagen, das ist auf dem Display wird es angezeigt. Und guck mal hier, sieht sehr wieder nach Android aus. Apropos
Android. Wir haben ja hier wieder, klar, ist Unterbau Android, aber dann stülpt Amazon natürlich sein eigenes Zeug noch rüber. FireOS mal wieder mit jetzt in der neuesten 5er-Version, die super duper viel, viel, viel besser sein soll als früher. Und wir haben die Webcam da oben. Also, das wundert mich jetzt sehr, dass man jetzt da wieder die Webcam hinmacht und nicht im horizontalen Modus, denn gerade wenn ich so die Webcam habe und quatsche, naja, je nachdem, wie ich das Ding hinstelle, ob ich da den Lautsprecher nicht verdecke, naja, also ich sag mal so, für 60 Euro habe ich hier erstmal absolut nichts auszusetzen. Naja, und unsere Kamera auf der Rückseite, die zumindest, ich glaube, 2-Megapixel-Kamera, die zumindest 720p-Videos aufnehmen soll. Aber da erwartet man natürlich nicht viel. Hauptaugenmerk, und da bin ich sehr gespannt, auch heute Abend gleich direkt mal, keine Angst, ich werde das Ding jetzt direkt einrichten. Kann ich darauf lesen? Macht es noch Spaß? Tun meine Äuglein dadurch weh? Kann ich damit noch rumsurfen? Kann ich damit spielen? Und vor allem, wie viel Spaß macht es damit, bei Amazon Prime Instant Video Filme zu gucken? So, und reicht das vom Display und vom Lautsprecher dafür überhaupt aus? Oder muss ich einfach sagen, jo, für 60 Euro geht das alles in Ordnung? Oder lasst besser auch für 60 Euro die Pfoten davon? Aber das werden natürlich erst die nächsten Tage zeigen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!